Damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Pokémon-Quiz. Heute mit dem Stahltypen. Ja, let's look rein. Also 68 Pokémon, ich habe wieder auf 10 Minuten gestellt, weil bei 68 Pokémon brauche ich nicht so lange. Normalerweise. Und ich würde mal sagen, so 50 Pokémon ist so mein Guess. Ich finde, ich stehe irgendwo. Ich habe nicht so viel gefühlt gerade, deswegen. Aber wir gucken mal. Interessanterweise gibt es in Kanto schon zwei Stahl-Pokémon. Obwohl es da die Stadt noch gar nicht gab, aber der wurde nachher hinzugemacht. Deswegen gibt es Magneton und Magnetilo. Da gibt es auch Magnetzone auf jeden Fall. Dann in Johto gibt es Stahlos. Es gibt in Johto, es gibt Panzeron. Es gibt Scherox. Es gibt generell Stahllobor. Darf ich nicht vergessen. Stahlobor, wichtiges Pokémon. Sonst in Johto gerade keine Ahnung. Dann gehen wir mal nach Hoenn-Stolunior, Stolbreck und Stolloss. Es fehlt noch ein Pokémon, was eine Mega hat. Und Kiva. Dann haben wir hier noch Tarnhill, Metang und Metagross. Auch eine Mega. Dialga fällt mir gerade so ein. Dann haben wir noch. Wir haben Klick. Klick. Oh. Klick. Klack. Oh, ich habe 2K auch. Okay. Und Klick. Die Klack. Vom Deckenfeder so, ne? Ramokles. Duokles und. Durengard und Duraludon. Gibt's auch direkt, haben wir auch direkt eingegriffen. Dann gibt's noch Viscagot und Viscogon. Unknown ist Meltan und Melmetal. Ja, so, es gibt Sandan, Sandarmeer, Dikda, Diktri, Alola-Form. Es gibt Mauzi, Snobilikali, und ich war das, glaube ich, ne? Ja, Mauzinger. Aber auf jeden Fall dann dazu noch. So. Der Anfang ist gemacht, dann müssen wir weiter gucken. Was ist in Johto noch vor Stahlos? Na, Stahlos ist ja auch schon relativ früh eigentlich im Dex. Ne, mit Onix und so. Natürlich vor Stelka. Wir haben in Hoenn noch Registeel. Da haben wir danach noch einen Legi. Latias, Latios, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Fionem, Anim, Fionem, Manifestor, Sinnoh, Hierarchie. Okay, Sinnoh, es gibt, als Starter haben wir Empoleon. Ne, mit Stahl. Wir haben Lucario. Auch als Mega nochmal, genau. Wir haben Bronzong. Bronzel. Dann haben wir. Arceus, Amigento. Rotom hat keine Stahlform. Kuriyoge nicht. Dieser Zapf, Eiszapf da. Oh, ich vergesse den Namen. Oh mein Gott, Chucky. Mein Brain ist gerade tot. okay. Sinnoh. Was haben wir noch in Unova? Gut. Was haben wir noch in Alola?
Was haben wir noch in Alola? Wir haben Legis Sol Galeo. Snick Crossma. Ja. Dann haben wir. Sind zwischen den beiden Sol Galeo Formeln, nenne ich es jetzt einfach mal. Da die Ultras. Wir haben Katagami. Katagami. Und wir haben Kaguron auf jeden Fall als Stahltypen. Es gibt Sashian, Magiana. Ich habe an Stahlfee gedacht, deswegen. Ja, klar, ich bin so dumm, ne? Summer Center. Ja, wenn ich Sashian sage, muss ich auch Summer Center sagen, ne? Also, vor allem Sashian und dann Summer Center weglassen, let's go. Ist uninteressant. Nee, okay. Was gibt's denn jetzt noch in Gala? Es gibt Cramor. Ich muss gerade echt erst kurz überlegen, warum das ich da falsch geschrieben habe. Oh mein Gott. Als Dynamics gibt es noch Patinara. Ja. Und dann natürlich guck. Anti. Hier ist Galamon Fiebe noch. Eine Galaf. Hat doch eine Galaform den Stahltyp bekommen. Werf mich das los gerade. Ich weiß nicht, wer mir da fehlt, to be honest. Keiner. Ich habe alle gerade Pokémon. Okay. Nur ein, okay, 51 sind dabei, ne? Aber ich würde das gerne ein paar mehr haben noch. Aber Stahl ist halt echt ein schwerer Typ irgendwie, ne? Ist ein sehr starker, aber irgendwie so nicht im Kopf richtig. Es gibt Tentante. Und Castadur. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal direkt schon einmal die Typen ab, glaube ich. Stahl normal gibt es, glaube ich, nicht. Mit einer vierfach Kampfschwäche. Nicht, dass ich wüsste. Stahl Wasser. Gibt es ein Stahl Wassermann? Ich wüsste gerade keins, ne. Stahlpflanze? Ja, Tentante haben wir gerade gesagt. Stahlfeuer? Natürlich Heatwave. Stahlelektro? Ey, mein Brain ist gerade aus. Stahl-Eis. Ja gut, wir haben Sandan Sandama. Stahl-Boden. Stahl-Obor halt. Stahl-Flug. Kramor. Ich komme Stahl-Elektro, wir haben Magnesone, wenn man so. Ja, Stahl-Flug, Kramor. Stahl-Kampf. Stahlgift. Stahlpsycho. Stahlunlicht. What the fuck? Stahlkäfer. Geht noch Roma Dame, ne? Roma Dame. Mit dem Stahltypen, ja. Stahlgestein. Es gibt noch Bolteros und. Schilteros, deinem Eltern. Oh mein Gott. Okay, okay, wir kommen weiter. Stahlgeist. Ja, Tungal haben wir. Stahl, nur Stahltypen. Stahldrache mit Dialga. Stahlfee. Fäschchen und Magierne haben wir. Ja, nach meinem Wiedergang haben wir jetzt alle. Okay. Was gibt's denn noch in Sinnoh vor allem?
Nach Magnason, das muss ja schon sehr spät sein, in Entwicklung. Edavoltec mag. Voluminas gibt's noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den darf ich nicht vergessen, Voluminas. Die alte Riesennase. Was gibt's noch für Starks? Gibt's irgendwie in Unova legendäre vielleicht? Aber Schwarz-Weiß, ne? Zekrom, Reshiram, Kyurem. Ritter der Redlichkeit, Kobalium. Kobalium. Danach, es gibt danach noch eines, das muss ja dann, das muss ja legendär sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kein Plan. Jetzt bin ich aber gespannt, was da noch fehlt. Holy shit. Fehlen zwar einfach stehen nur 8, aber Stahl ist. Irgendwie war das schwer, der Typ jetzt gerade. Oh mein Gott. Ja, vor allem bei Stahl, man spielt meistens mit gleichen Typen, ne? Aber, ja, Cavalanza, Cesurio, Fermicula, Clavio und Tugendamaramura. Oh, mach nur Ultabis vergessen. Lol, Galar, Flunschlick. Ja, da mache ich kein Auto, muss ich zugeben. Hätten wir vielleicht einfach künstliche Typen durchgegangen bin? Gerade so Stahlkäfer, Stahlunlicht, Stahlkäfer, Stahlfee, Stahlelektro, Stahlgestein, Stahlboden. Hätte ich drauf kommen können, aber mache ich kein Auge drum. Ist für mich okay. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, logischerweise. Und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.